Dieser kleine Ort liegt in einem weitläufigen Tal der Fränkischen Schweiz. Es ist das Tal der Aufseß, das hier eine ungewöhnliche Breite zeigt. Auffallend ist im Ort das Verzieren der kleinen Gebetsnischen über den Eingangstüren. Sie sind mit leeren Häusern der Weinbergschnecke versehen. Die Bedeutung ist unbekannt. Talaufwärts lässt sich herrlich wandern. Unterwegs machen wir uns Gedanken über den Zeitgeist. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Wichtig scheint, was du tust. Darin zeigt sich dein Wert. Diese Einstellung ist auch in das christliche Denken hineingesickert. Ein altes Problem. Paulus schreibt schon an die Leute in Rom: So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen. Auch fromme Anstrengungen bewegen den Arm Gottes nicht. Es ist allein sein Erbarmen. In einer französischen Übertragung heißt es: Gott macht Gnade. Er schenkt sie nicht, er macht sie, denn Gnade ist keine Belohnung für irgendetwas. Für dein Leben gibt es im Grunde nur einen Ansatz. Du lebst das Gute allein deshalb, weil Gott es will. Fertig, aus. Und Gott macht Gnade. Wie er damit umgeht, ist seine Freiheit. Sei treu in deinem Denken. Jesus ist der Sohn Gottes, dessen Tod dich gerecht gemacht hat. Seine Liebe gilt dir und Gottes Erbarmen gilt dir, unabhängig von allen Umständen. So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen. Gott macht Gnade. Gott macht Zukunft.